Es ist Samstagnachmittag und wieder Zeit für ein weiteres Airdrop Farming Update. Meine Social Media Timeline war voll mit wichtigen News, mit wichtigen Updates. Ich habe versucht, das Wichtigste rauszupicken. Dementsprechend starten wir heute rein mit einem Airdrop für alle, die auf der Binance Smart Chain als auch auf OPBNB aktiv waren. Durch das sogenannte Airdrop Alliance Program, was ihr hier auf der Seite machen wollt, ihr scrollt ein Stückchen runter, checkt eure Eligibility, heißt ihr verbindet eure Wallets und schaut, ob ihr in die Kriterien reinfallt, die sie hier festgelegt haben. Und was ich schon gesehen habe, auf Level 1 beispielsweise sind es nur knapp 100.000 Wallets, die sich qualifiziert haben und auf Level 2 nur knapp 40.000 bis 45.000 Wallets. Was bedeutet, dass dieser Airdrop durchaus was wert sein könnte? Dieser wird der höchstwahrscheinlich dann in Form des BNB-Tokens ausgeschüttet. Wie konnte man sich jetzt dafür qualifizieren? Das ist alles in deren Newsartikel hier hinterlegt und zwar wurde der Snapshot gemacht für alle Wallets, die aktiv waren von 1. August 2023 bis zum 19. März 2024 und man musste zum einen eine bestimmte Anzahl an Transaktionen vollzogen haben, mindestens 50, maximal 5000. Man musste mit verschiedenen Adressen interagiert haben, mindestens 10, maximal 100. Man musste mindestens 30 aktive Tage haben. Die Adresse, mit der man selbst interagiert hat, durfte selbst kein Smart Contract sein. Und wie bei Starknet sehen wir hier auch wiederum eine Mindestbalance, die man auf der Wallet haben sollte von 0,05 BNB. Das waren hier die Filterkriterien für die Binance Smart Chain. Die Filterkriterien für OPBNB sind sehr ähnlich. Hier beispielsweise war noch eines der Kriterien, dass man das OPBNB Genesis NFT auf der Wallet haben musste, um sich hier beispielsweise für Level 1 zu qualifizieren. Zusätzlich für Level 2 konnte man sich qualifizieren, wenn man hier beispielsweise mit mindestens 6 Smart Contracts auf der Binance Smart Chain interagiert hat und wiederum eine zusätzliche Balance auf dieser Wallet hatte. Also checkt einfach mal sämtliche Wallets, mit denen ihr auf der Binance Smart Chain oder auf OPBNB aktiv wart. Vielleicht bekommt ihr hier auch einen Teil dieses Airdrops gutgeschrieben. Dann gehen wir weiter zu einem weiteren Airdrop und zwar dem Havercoin, ein Airdrop bzw. ein Memecoin Airdrop im Cosmos Ökosystem, der jetzt die Airdrop-Kriterien erweitert hat und zwar für alle Liquid-Staker. Diese wurden jetzt hier in den Eligibility-Checker integriert. Also wenn man beispielsweise Funds gestaked hatte auf Stride, auf Milky Way, auf Persistence, Quicksilver oder ein Bad Kids NFT hält, dann sollte man hier jetzt auch noch eine zusätzliche Allokation bekommen. Also schaut hier nochmal auf die Seite, checkt sämtliche Wallets. Der Claim ist noch nicht verfügbar. Man kann wie gesagt aktuell nur schauen, wie viele Hava-Token man in Zukunft jeweils bekommen wird. Und da wir dann hier gleich beim Liquid Staking bleiben können, wollte ich noch kurz was zu Milky Way announcen. Die haben jetzt ihr Dashboard erweitert, was eure Punkte angeht. Milky Way Airdrop ist ja vorgesehen für Q2 2024, also noch ungefähr 3 Monate maximal hierfür zu farmen. Ihr könnt das Ganze sehen, indem ihr auf euer Punkte-Dashboard geht und dann hier sämtliche Statistiken einseht. Ihr habt jetzt hier diesen Composition Chart, wo ihr nach bestimmten Tagen filtern könnt. Was ihr dafür machen müsst, ihr müsst letztendlich einfach nur Milktier Token entweder liquide auf eurer Wallet halten oder noch besser, um Punkte Boost zu kriegen, diesen auf Ökosystem Dapps einsetzen. Dafür geht ihr erstens auf Milky Way, holt euch ein paar Milktier Token und diese packt ihr dann in diese Partnerprojekte, die ihr hier beispielsweise unter Discover findet, wenn ihr hier runterscrollt. Habt ihr sämtliche Projekte zur Auswahl. Mein Löwenanteil liegt beispielsweise auf Demex, wo ich meine Token lende, loope und dann in andere Projekte reinpacke. Dann haben wir die zweite Quest von Tabby Chain, einer Layer 1, die im Cosmos-Ökosystem launchen wird. Hier sind wir aktuell noch auf dem Testnet und man kann jetzt eine weitere Quest vollziehen. Es gibt zum einen eine Galaxy-Quest, die man hierzu abarbeiten kann, als auch diese sogenannte Pirate Island, bei der man Access Code braucht. Ich werde euch die unten in die Videobeschreibung packen. Es kann sein, dass es hier gerade noch Serverprobleme gibt, einfach aufgrund des hohen Ansturms. Ihr wollt einfach eure Wallet connecten, dementsprechend auf dem Tabby Testnet sein, den Code eingeben und dann habt ihr verschiedene Quests abzuarbeiten, die allerdings innerhalb von 1/4 Stunde gemacht sein sollten, um dann letztendlich den nächsten Schritt für den zukünftigen Airdrop zu machen. Wir bleiben bei Airdrops in der Zukunft und zwar reden wir vom Prime Protocol. Eine der Plattformen, die auch sehr stark unter dem Radar läuft. Ich habe vor kurzem beispielsweise erst ein Video gemacht zu unterschätzten Airdrop-Jams. Prime Protocol müsstet ihr das erste Mal Ende November, Anfang Dezember auf meinem Kanal gesehen haben. Das ist aus meiner Sicht eins der unterschätztesten Projekte überhaupt, was einen Airdrop in Zukunft angeht, da man sich mit sehr wenig Kapital in eine gute Position bringen kann. Zusätzlich beispielsweise, was ich hier mache, ich farme hier gleichzeitig für den Base Airdrop. Und zwar ist das letztendlich eine Cross-Chain Borrowing und Lending Plattform. Also ihr könnt hier letztendlich auf einem Netzwerk Kapital verleihen und es dann wieder auf einem anderen Netzwerk ausleihen. Könnt euch aussuchen,
in welchem Token ihr eure Gas Fees bezahlt. Also sehr, sehr komfortable Plattform, die ich mit mehreren Wallets farme und versuche überall natürlich in die Top 10% zu kommen. Bevorzugt natürlich auf dem Base-Netzwerk hinsichtlich des zukünftigen Base-Airdrops. Und sie sagen hier eben in diesem Twitter-Post, it's not too late to start earning Prime Points. Ich gehe auch hier davon aus, dass wir einen Airdrop in Q2 diesen Jahres sehen werden. Wer zusätzlich noch für Base farmen will, ich habe vor kurzem die Plattform Farmbase vorgestellt, schaut euch dieses Video gerne noch an. Ein Farming-Bot, der automatisch beispielsweise eben den Base-Airdrop für euch farmt. Hier gibt es unter anderem auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit Scroll, Linea und Solana zu machen. Linea würde ich hier mal außen vor lassen, da man Linea aus meiner Sicht am besten mit den ganzen Farming-Kampagnen farmt. Aber Base sehe ich sehr, sehr ähnlich zu Optimism und Arbitrum. Und um das hier nochmal kurz zu zeigen, ich habe mittlerweile 12 Transaktionen mit diesem Bot gesammelt, völlig automatisch. Hier habe ich keine einzige manuelle Transaktion vorgenommen. Die letzten habt ihr bereits in meinem Video gesehen, wo einige Swaps getätigt wurden, um Volumen aufzubauen. Dann ist jetzt hier zwischenzeitlich auch noch ein NFT gemintet worden und der letzte Schritt war jetzt quasi, weil hier eine Aktion pro 5 Tage vollzogen wird, so habe ich das Ganze hier oben eingestellt. Und jetzt wurde hier Landing-Kapital auf Seamless hinterlegt. Also ihr seht, der Bot macht viele verschiedene Aktionen, um natürlich zum einen Transaktionen, Volumen und viele verschiedene Smart Contracts zu farmen, wie das ein organischer User eben auch machen würde, wenn er auf dem Netzwerk aktiv ist. Das nächste auf unserer heutigen Liste ist Blast. Und zwar über Blast habe ich jetzt schon einige Videos gemacht, wie man sich für das Blast Gold, also den Blast Developer Airdrop qualifizieren kann, den die Dapps an die User weitergeben. Und was sie jetzt hier in ihrem neuesten Twitter-Post gesagt haben, ist, dass man sich zukünftig nicht nur durch die Dapps für den Airdrop qualifiziert, sondern auch durch Blast-native Assets. Heißt, wenn ihr beispielsweise Memecoin tradet oder andere Projekte, dann habt ihr dadurch natürlich auch wiederum eine Chance, einen Airdrop zu bekommen. Also wir reden hier nicht nur von Memecoins, beispielsweise auch NFTs fallen hier in dieses Raster. Und mehr Announcements dazu wird es in Zukunft geben. Also auch das wird hier in den zukünftigen Airdrop mit einbezogen. Dann bin ich vor kurzem erst auf die Intrack-Kampagne von Starknet eingegangen, dass das aus meiner Sicht ziemlich unter dem Radar läuft. Diese Kampagne wurde jetzt erstmal pausiert. Ich habe jetzt hier beispielsweise noch sämtliche Kampagnenbestandteile, wie im letzten Video angekündigt, abgearbeitet, da einfach die Gas-Fees auf Starknet so drastisch gesunken sind. Allerdings ist das auch der Hauptpunkt, dass sie die Kampagne jetzt pausiert haben, wie sie jetzt hier in diesem Twitter-Statement bekannt geben. Das hat Intrack geschrieben. Und zwar dadurch, dass die On-Chain-Fees vor dem Denkun-Update zu hoch waren und das Ganze jetzt scheinbar zu Unstimmigkeiten geführt hat, weil es vielleicht unfair war für die Leute, die die Kampagnen früher gemacht haben und so weiter. Also hier müssen wir auch auf ein zukünftiges Update warten. Allerdings denke ich natürlich, alle, die das hier abgearbeitet haben, das wird dementsprechend auch in der Zukunft weiterhin honoriert und ihr werdet diese Starknet-Token durch die Projekte dann letztendlich ausgeschüttet bekommen. Das letzte auf unserer heutigen Liste ist Manta Network. Ich habe ja vor kurzem ein eigenes Video darüber gemacht, dass Manta jetzt ihre neue Kampagne, das sogenannte Renew Paradigm, gelauncht hat. Jetzt haben sie hier beispielsweise eine weitere Kampagne, die mit dem Ganzen Hand in Hand geht, und zwar das sogenannte Restaking Paradigm, bei dem man jetzt die nativen Assets von Ethereum auf Manta bridgen kann, wo ihr natürlich Gas-Fees habt von unter einem Cent aktuell. Ihr könnt diese hier staken, trotzdem für den Eigenlayer Airdrop farmen und zusätzlich Punkte-Boosts bekommen. Die bevorzugte Variante da vermutlich für viele ist wahrscheinlich EtherFi, Puffer und Bedrock. Das sind die drei wesentlichen, die sie jetzt hier in den Pools in der Kampagne beispielsweise auch anbieten. Wenn man für Renew Paradigm farmt, gibt es natürlich weiterhin diese 11 oder 12 Projekte, bei denen ich mich beispielsweise hauptsächlich auf Keum und Aperture Finance konzentriere. Bei Layerbank kann man ja beispielsweise seine Rewards jetzt claimen für das Kapital, das man in der ersten Kampagne von Manta Network hinterlegt hat. Also schaut auf jeden Fall bei Layerbank auf der Airdrop-Seite vorbei, denn dort könnt ihr eure Manta-Token dann letztendlich einsammeln. Da das Ganze völlig verwässert war, würde ich hier nicht mit allzu viel rechnen. Ich hatte ja die ganze Zeit ungefähr $600 hinterlegt, habe 8 Manta-Token ausgeschüttet bekommen, die zu dem Zeitpunkt ca. 25 US-Dollar wert waren. Aber dennoch, wenn ihr mehr hinterlegt gehabt habt, sammelt definitiv euer Kapital hier ein. Und das soll zu diesem heutigen Update gewesen sein. Wenn ihr Fragen oder sonstiges habt, euch austauschen wollt, dafür ist der Community Discord genau der richtige Ort. Ihr findet allerdings wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, denn ich bringe täglich Videos auf dem Kanal zu solchen Themen. Lasst auch gerne ein Abo da. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder.